Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saxuro und das hier ist mein Wochenupdate Woche 11. Was habe ich erlebt? Was ist passiert? Zuallererst Montag. Da fing ich an mit einer neuen Fotoreportage, diesmal Thema Folierung. Kann ich noch nicht mal ganz so viel zu sagen. Ich war ganz früh da, als der Laden aufgemacht hat, habe da meine ersten Fotos gemacht. Ursprünglich war geplant ein Tesla Model S Plaid oder so, glaube ich. Und das hat sich aber verschoben. Am Ende wurde es ein VW Bulli. Von blau zu schwarz mit so ein paar Aufschriften, Aufkleber. Aber das werdet ihr dann alles quasi später sehen. Ich kann einen kleinen Sneak Peek geben, aber dazu kommen wir gleich. Am Montag erstmal nicht. Hab dort fotografiert, bin dann wieder zurück zum Pressehaus gefahren. Hab ein bisschen in die Zeitung geguckt, wo meine Bilder drin sind oder wie das Wochenende so war. Kurz Mittagspause gemacht und bin dann wieder zurück zur Foliererei gefahren. Genau, das war sozusagen der Montag. Kommen wir zum Dienstag. Da bin ich wieder, da habe ich ganz früh angefangen mit ein paar Autofotos für den Motormarkt. Danach bin ich wieder, weiß ich gar nicht. Nee, doch nicht, genau. Also die Autofotos habe ich gemacht, um die habe ich mich gekümmert und habe dann schon ein bisschen Fotomanagement auf meinen Festplatten gemacht. Und am Nachmittag ging es dann direkt ganz früh zur Schleuse, nämlich es gibt ja die Weser, die hier lang fließt durch Bremen und daneben gibt es die kleine Weser. Und dort ist eine Schleuse, die wird gerade restauriert, neu gemacht, in Schuss gehalten und da werden die Schleusentore ausgetauscht. Eins hatten sie schon letztes Jahr ausgetauscht und das zweite wird dieses Jahr und dann sind sie fertig. Und da ich da schon seit Wochen immer wieder auf dem Heimweg lang fahre und das sehe, fand ich das interessant und habe immer schon mit den Leuten, bin ich ins Gespräch gekommen und habe immer wieder Fotos gemacht und jetzt war dann der Ausbau mit einem Spezialkran extra aus Holland, aus den Niederlanden, der kam extra vorbei und hat dieses Tor rausgehoben. Das habe ich dann fotografiert, mit Genehmigung, mit der Drohne, alles fürs Lokale. Dann hat eine Volontärin den Text geschrieben und das kam einen Tag später in der Zeitung. Total cool. Die Kollegen bei der Zeitung fanden auch das Bild ziemlich nice, haben sich darüber sehr gefreut. Das war der Dienstag. Am Mittwoch dachte ich, muss ich ganz früh hin, wegen grünem Sofa, wie jeden Mittwoch. Aber ich habe nicht richtig in den Kalender geschaut, es wurde verschoben. Somit war ich da pünktlich, aber da war nichts. Kein Problem. Ich habe meine Mails gecheckt und habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen angerufen, telefoniert. Und dann kam eine Mail rein, die mich mega gefreut hat, über die ich jetzt noch nicht so viel reden kann, was eine neue Reportagemöglichkeit für mich in der Zukunft aufmacht, was ich cool finde. Aber mehr kann ich halt leider nicht dazu sagen aktuell. Dann bin ich wieder zur Autofolierung gefahren. Und weil eigentlich der Plan war, dass das Auto nach 3 Tagen fertig ist, also der VW Bulli, 3 Tage, dann sind sie fertig. Ich habe diesen Prozess so ein bisschen fotografiert, wie sie angefangen haben, dann wie sie zwischendurch gearbeitet haben und am Ende wollte ich ein Bild haben, wie das Auto fertig ist. Bin ich am Mittwoch hin, wurde mir gesagt, da ist das Auto fertig. Das hat sich alles verschoben. Der ganze Zeitplan hat sich verschoben bei denen. Aufgrund von ein paar Rennautos, die sie auch noch verlieren mussten, hing der VW Bulli ein bisschen hinterher. Dann sagten sie, okay, dann Donnerstag. Damit war für mich Mittwoch erstmal da durch. Und ich habe dann am Mittwoch war ich bei einem Konzert. Helene Fischer, da habe ich die Fotos gemacht für die Fotografin Christina Kuhhaupt. Da habe ich für sie dieses Konzert übernommen. Wurde auch von vornherein gesagt, was ich alles mit den Fotos nicht machen darf. Ich darf sie zum Beispiel jetzt hier nicht zeigen. Ich darf sie auf Instagram nicht zeigen, die Fotos. Deswegen gibt es gleich halt nur den Ausschnitt aus der Zeitung, mehr nicht. Und die Fotos dort zu machen, waren echt schwierig. Es waren schwierige Verhältnisse in der ÖVP-Arena. Also in der Arena hier in Bremen, wo das stattfand, das Konzert, waren schwierige Bedingungen, weil die Arena so groß war und ich durfte halt nur, also hier war die Bühne und ich durfte nur am anderen Ende der quasi der Arena stehen und die Fotos machen. Also wurde von vornherein gesagt, bring ein Tele mit. Ich habe dann mein 70-200 mit dem Mal-2 Konverter mitgenommen, also 400 mm. Habe dann dort die anderen Fotografen getroffen von den anderen
Zeitungen, einen aus Oldenburg und eine Fotografin noch aus von der Norddeutschen, also auch Weserkurier. Mit denen habe ich mich gut verstanden, mit denen habe ich ein bisschen viel gequatscht und man hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Ja, ich habe nochmal im Vorfeld gesagt, okay, wann müssen die Fotos fertig sein? An dem Abend selber noch, am nächsten Tag, wann müssen die da sein? Und mir wurde mehrmals gesagt, okay, die Fotos, es reicht erst, wenn es im Laufe des nächsten Tages ist, weil es erst danach den Tag in der Zeitung erscheinen wird. Okay, dann habe ich mich halt darauf verlassen, habe dann die Fotos fertig gemacht, also habe die Fotos dort fotografiert, bin nach Hause gegangen, habe was gegessen, bin eingeschlafen, weil ich echt fix und fertig war. Am nächsten Morgen aufgewacht, habe die Fotos gemacht und hochgeladen. Zu dem Zeitpunkt waren aber die Fotos von der Frau von der Norddeutschen schon online als, ja, in der Online-Ausgabe schon drin. Also nicht meine, sondern ihre. Ist okay. Und dann habe ich meine ja hochgeladen gehabt und dann wurden meine auch benutzt und die wurden auch einen Tag später auch gedruckt, meine Bilder oder eins meiner Bilder. Und dann gab es noch einen Online-Artikel dazu, nochmal mit einem Bild von mir. Ja, und dann habe ich erst gesehen, wie groß der Unterschied war, weil die eine Frau, die da mit fotografiert hat, die hatte halt nur 71-200 und die Fotos von ihr, finde ich, sehen ganz anders aus als meine. Waren auch schwierige Verhältnisse. Wurde dann auch mir im Nachhinein nochmal gesagt, dass ich das gut gemacht habe. Ja, das war der Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag. Ja, da hatte ich halt morgens früh die Bilder hochgeladen. Dann hatte ich mein grünes Sofa-Treffen mit meinem Chef. Lief gut, da habe ich zwei neue Reportagethemen vorgeschlagen, zum Beispiel auch die Mail, die ich am Mittwoch bekommen habe. Fand er gute Themenideen und kann ich auch so machen. Und daran arbeite ich dann demnächst. Das wird aber jetzt noch etwas länger dauern. Dann habe ich Autofotos gemacht, wieder für den Motormarkt. Und im Anschluss daran bin ich zu der Autofolierung gegangen, weil dann gesagt wurde, okay, ja, Donnerstag soll es dann fertig sein. Habe wieder ein paar Fotos gemacht, aber es war immer noch nicht ganz fertig. Der Zeitplan hing noch weiter zurück, weil echt viel dazwischen kam. Und ja, kein Problem. Das war ja auch so ein, dieser Termin für diesen VW Bulli ist halt auch flexibel gewesen. Sie haben halt nur damit gerechnet, dass sie eigentlich nach 3 Tagen fertig sind. Aber dadurch, dass so viele andere Termine, die es eilig hatten, dazwischen kamen, hat sich das halt ein bisschen verschoben. Kein Problem. Dann habe ich mit Hagedorn wieder ein cooles Thema gemacht. Eine 72-Stunden-Aktion der Landjugend. Die begleiten wir ab dem Donnerstagabend. Da haben wir angefangen, diese Bekanntgabe der Mission habe ich dann fotografiert. Das ist ein Thema fürs Lokale. Genau. Und das war's soweit für Donnerstag. Am Freitag. Da sind Hagedorn und ich morgens früh wieder ins Blockland gefahren zu dieser 72-Stunden-Aktion. Da wurde schon echt viel dran gearbeitet in der kurzen Zeit. Ich habe die Fotos gemacht. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich am Sonntag, heute, nochmal hinfahre und nochmal das Endergebnis quasi fotografiere. Das war am Freitagvormittag. Dann bin ich zur Autofolierung gefahren direkt und endlich war der VW Bulli fertig. Da waren ja auch nur noch Kleinigkeiten zu machen von Donnerstag zu Freitag. Und das war ganz spannend, das dann zu sehen, den fertigen Wagen. Dann habe ich mich darauf vorbereitet. Dann ging es nämlich zu SPD, zu Wahlkampf in Bremen, weil heute am Sonntag wird gewählt. Und am Freitag war nochmal der Wahlkampf von der SPD und da war dann eingeladen als Gast Olaf Scholz. Ich habe Fotos gemacht und das war ganz interessant. So habe ich auch den einen Fotografen kennengelernt, der sonst auch noch für den Weserkurier arbeitet. Genau. Und ein paar coole Kontakte da geknüpft, interessante Fotos gemacht. Jetzt habe ich nicht nur 2021 Frau Merkel fotografiert, Lindner und die ganzen anderen und letzte Woche Habeck und diese Woche Olaf Scholz. Also viele Leute, bekannte Leute schon alle in meinem Portfolio. Ja, dann habe ich gestern am Samstag schon noch ein paar Fotos gemacht für eine Buchaktion. Dazu werde ich aber dann wahrscheinlich, da soll ich so bremerische Sprache, bremerische Inschriften, Tafeln fotografieren. Da zeige ich dann mehr im nächsten Wochenupdate. Und heute am Sonntag mache ich am Anfang die Aktion von Hagedorn fertig und bin dann heute am Abend Wahlhelfer. Genau.
das war's soweit für diese Woche. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass das letzte Wochenupdate so viele Leute gesehen haben. Das ist ja echt verrückt gewesen. Auch wenn Zahlen mir egal sind, wollte ich da nochmal Danke sagen für. Und diese Woche ist noch was passiert. Ich habe am Freitag mein Bewerbungsvideo für Seven vs. Wild hochgeladen und finde die Reaktion darauf auch super lieb und nett. Und Dankeschön dafür. Über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zur nächsten Woche. Ciao.